In diesem Video geht es um das neue Videx Magnify Hörgerät. Viel Spaß damit! Servus miteinander, mein Name ist Maximilian Bauer von Neues Hören in München und in diesem Kanal geht es wie immer um Hörgeräte und Tinnitustherapie. Wenn ihr euch dafür interessiert, würde ich sagen, klickt ihr jetzt gleich mal auf den Abo-Button und vergesst daneben die kleine Glocke nicht. Und jetzt geht's los mit dem Thema. So, wie gerade eben angekündigt, geht es heute um das Videx Magnify. Ihr bekommt alle Daten und Fakten von mir, obendrauf noch meine Meinung. Videx selbst nennt es die neue Generation Klangwunder in der Economy-Klasse. Ich selber sehe das ein bisschen anders, aber das werdet ihr im Laufe des Videos merken. Das Magnify gibt es in den Technologiestufen 50 und 100 und in folgenden Baugrößen. Micro-CIC, normales CIC, das XP mit 312er Batterie, das RIG 10, das MRIG und dann RD, R steht für Rechargeable, RIG 312, die ganz normale 312er Batterie, das BTE 312 mit 312er Batterie, BTE steht für Behind the Ear, also HDO auf Deutsch, und BTE 13. Anfangs habe ich ja schon angedeutet, dass ich nicht wie Videx der Meinung bin, dass es sich hier um ein Economy-Class, also Holzklassen-Hörgerät handelt. Es kann viel mehr. Und was genau, verrate ich euch jetzt. Wir fangen einfach mal mit der 50er-Technik an. Und zwar folgendes. 4 einstellbare Frequenzkanäle. Es hat ein Musikprogramm. Zen-Klangprogramme, das ist also ein Tinnitus-Zen. Wie soll ich denn das beschreiben? So eine Klangschalenmelodie kommt daraus. Adaptive Multimikrofontechnik, Störlärmunterdrückung, minus 8 dB, Soft Level Noise Reduction, minus 6 dB. Unterdrückt also ganz leise Töne, wie zum Beispiel ein Computerrauschen. Smart Speak, das bedeutet, die Hörgeräte sprechen mit euch. Wenn ihr das Programm wechselt, egal über den Knopf am Hörgerät oder über die App oder über eine Fernbedienung, dann sagt es jetzt nicht, kommen nicht zwei Töne wie jetzt Bim Bim, wie bei anderen Herstellern, sondern zum Beispiel Musik oder TV oder ich glaube, da heißt Fernsehen. Also ich finde das viel angenehmer, als wie wenn man nur zwei Töne hört und gar nicht weiß, wofür die stehen. Data Logging, das ist für den Hörgeräteakustiker interessant. Automatische Akklimatisierung, also man kann das so einstellen, dass je länger man das Hörgerät trägt, dass es eben sich ein bisschen von der Verstärkung ändert, in der Regel erhöht. Dann eine Cross-Funktion, die Videx-DAX-Anbindung, da gehe ich später nochmal mehr drauf ein, 2,4 GHz Bluetooth-Technologie. So, Smartphone-Steuerung, Magnify-App für die Bluetooth-fähigen und Comdex-App und Tonelink-App für die nicht-Bluetooth-fähigen. Dann ja, dezent kleine Designbauformen, das ist eh klar. Also ausschauen tun die Geräte richtig gut. Ich fand der Videx immer schon schön. Und es wird mit Noralink Wireless programmiert. Das ist aber jetzt auch für den Hörgeräteakustiker eher interessant. True Acoustic hat es, das bedeutet, es lässt sich sehr genau darauf einstellen, welche Orthoplastik bzw. welche akustische Ankopplung gewählt wird. 3 individuelle Hörprogramme hat es und Inter-Ear-Synchronisation. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel rechts oder links die Lautstärke ändert, überträgt sich es immer auf das andere Ohr mit. Dann kommen wir jetzt zur 100er Version. Das dauert nicht ganz so lange, weil ich euch nur die Features geben werde, die das 50er nicht hat. Also los geht's. 6 einstellbare Frequenzkanäle anstatt von 4. Die Störlärmunterdrückung arbeitet mit minus 14 dB. Und eine Hörbereichserweiterung ist verbaut. Das bedeutet, für den Schwerhörigen können jetzt auch sehr hohe Frequenzen hörbar gemacht werden. Und es hat ein Akkugerät. Ihr bekommt jetzt also auch in der Economy-Klasse von Videx ein RIG-Gerät mit Akku. Mit welchen Apps könnt ihr die Magnify-Geräte verstellen? Das ist zum einen die alte Tonelink-App. Funktioniert nicht mit Bluetooth, wird über einen hochfrequenten Ton gesteuert. Ihr könnt die Hörgeräte nicht einzeln, sondern nur zusammen steuern, aber funktioniert hervorragend, lässt sich leicht koppeln und stürzt in den seltensten Fällen ab und funktioniert wirklich stabil. Des Weiteren gibt es jetzt die neue Videx Magnify App. Da habe ich mal was vorbereitet für euch. Ihr könnt die Lautstärke zusammen verändern, ihr könnt die Lautstärke getrennt verändern, ihr habt einen Equalizer,
Ihr habt die schönen Programmsymbole und ihr könnt sogar das Sound Essence A-B Spielchen machen. Da hat man schön was zu tun, wenn man Lust drauf hat. Funktioniert auf jeden Fall gut. Ich habe es selber ausprobiert und ja, ich muss sagen, ich mag es. Wenn ihr über die Hörgeräte gerne Telefongespräche oder Podcasts oder Videos streamen möchtet, dann funktioniert das mit einem iOS, also einem Apple-Handy oder mit einem Android-Handy, dann aber leider nur in Verbindung mit dem Comdex. An Konnektivität mangelt es generell nicht bei Videx. Da wären zum Beispiel die TV-Play-Station zum Fernsehen, dann auch die TV-Dex-Station, die Comdex eben zum Streamen, das Comdex Remote Mic, die RC-Dex, die kleine Fernbedienung, die FM-Dex und das PhoneDex 2 mit Anrufbeantworter oder das PhoneDex 2 Universal Mobilteil ohne Anrufbeantworter. Ich blende euch jetzt gleich auch nochmal eine Farbtabelle ein. Wie ihr seht, gibt es die auch in knalligen Farben, was ich gerne immer wieder anbiete, was nicht immer genommen wird, aber vereinzelt dann doch sehr gerne. Dann noch der Anpassbereich, ganz klassisch, mit M-Hörer ca. bis 70 Dezibel und mit dem HP-Hörer sogar etwas über 100 dB Hörverlust. Bei den Immo-Geräten könnt ihr euch jetzt nicht pink auswählen, aber dafür immerhin rot und blau und auch beige und dunkelbraun. Hörverlust bis ca. 80 dB ist ja auch schon eine Menge. Und was ich noch erwähnen wollte, was ich vorhin vergessen hatte, das Micro-CIC kann natürlich nicht verbunden werden mit dem Telefon oder TV-Play oder anderen Funkverbindungen mit 2,4 GHz. Diese Antenne ist nicht verbaut. Ja, dann kommt jetzt die Frage, was kann denn eigentlich das Moment noch, was das Magnify nicht kann? Und da gibt es schon einige Punkte, die fehlen. Und zwar ist das die Soundclass, also dieses Automatikprogramm, was die Situation erkennt und sich selber verstellt. Pure Sound, ganz wichtig, ist diese superschnelle Signalverarbeitung, die das Hören sehr natürlich erscheinen lässt. Der SmartWind Manager fehlt und die digitale Pinner ist auch nicht als Feature erhältlich. Ich würde sagen, es ist Zeit für mein Fazit und das sieht folgendermaßen aus. In der Economy-Klasse ein Wahnsinnsgerät, Videx, Spitzentechnologie abgeliefert. Ich freue mich, ganz viele davon anzupassen. Und by the way, wenn Sie einen guten Hörgeräteakustiker suchen, gehen Sie in mein Partnernetzwerk. Den Link verlinke ich Ihnen in der Infobox. Wenn Sie meinen Kanal noch nicht abonniert haben, ist es doch jetzt der richtige Moment, den Abo-Button zu klicken. Wenn Ihnen mein Video gefallen hat, schenken Sie mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, Ihr Max Bauer. Ciao.